Moin, herzlich willkommen zurück im Freispiel. Wir wollen euch mal wieder ein Spiel zeigen. Das ist ja das, was wir hier irgendwie machen auf YouTube. Das geht hier um Honshu aus dem Hause Pegasus oder Honshu oder Honshu oder keine Ahnung, ich spreche kein Japanisch. Also es geht um die japanische Insel Honshu. Und wir erkunden die Insel und entwickeln die zugleich. So viel zum Thema. Grundsätzlich ist das ein Kartenspiel. Der Verlag sagt, das sei ein Stichspiel. Das finde ich ein bisschen schwierig zu behaupten. Aber ja, es geht auch darum, dass wir Stiche machen. Was wir hauptsächlich machen ist, jeder Spieler baut seine eigene Auslage an Karten. Die ist eine Landschaft, die nach und nach entsteht. Und die Karten, die wir benutzen dürfen, an die kommen wir ran eben über dieses Stichspiel. Ich habe jetzt hier mal schon mal vorbereitet. Wir haben 1, 2, 3 Karten plus unsere Startkarte da liegen. Das heißt, wir haben jetzt 3 Runden gespielt. Und insgesamt wird das Spiel über 12 Runden gespielt. Und jede dritte Runde passiert was Besonderes. Nämlich starten wir mit 6 Handkarten. Ich habe jetzt noch 3 auf der Hand, deswegen haben wir 3 Runden gespielt. Wir starten mit 6. Das heißt, nach der 6. Runde ziehen wir wieder 6 Handkarten auf. Und nach der 3. und 9. Runde geben wir die Handkarten, die wir noch zur Verfügung haben, an unseren linken Mitspieler, unsere linke Mitspielerin weiter. Und mit denen spielen wir dann weiter. Oh, da habe ich aber hier schönes Zeug bekommen von, wer ist denn das? Johanna vielleicht. Ja, ich bin momentan Startspieler. Das wird hier auch über so eine Karte definiert. Und was wir jetzt zuerst machen, immer in der Runde, ist, wir spielen eine Karte aus. Ich spiele die jetzt hier in die Mitte. Die hat einen Zahlenwert obendrauf, in dem Fall die 31. Ich kann diesen Zahlenwert, weil wie gesagt, ne, Stichspiel, den kann ich erhöhen. Und zwar kann ich von meiner Landschaft, wenn ich hier so Ressourcen habe, da gibt es verschiedene Fisch, Eisen, Weizen und das braune Gedöns, Holz, glaube ich, Holz, ja. Ja, das kriegt man hier irgendwie im Wald. Also wohl Holz. Kann ich von meinem privaten Auslage, wenn ich da noch was habe, so einen Ressourcenwürfel drauflegen, um den Wert der Karte um 60 zu erhöhen. Das heißt, hier aus der 31 mache ich jetzt die 91. Und dann ist hier Spielerin Nummer 2 am Zug, lässt die Karte, wie sie ist. Und dann haben wir hier Spieler Nummer 3, legt die Karte hin, hat die 57, erhöht die auch, kommt somit auf die 117. Man hat dadurch die höchste Karte und das sorgt jetzt dafür, dass diese Spielreihenfolgekarten den Besitzer wechseln. Wer die höchste Karte gespielt hat, wird Startspieler. Dann bin ich hier dran mit Nummer 2, bekomme die Nummer 2. Und Jürgen wird Spieler Nummer 3. So, jetzt haben wir eine neue Spielreihenfolge und das bedeutet, dass Startspielerin, Johanna, die darf zuerst jetzt hier aus der Mitte eine Karte nehmen. Ne? Weil wir spielen die Karten in die Mitte, um sie dann zu nehmen und in unsere private Auslage zu legen. Sagen wir mal, Johanna nimmt die, spielt die da in ihr, auf ihre Insel drauf und ich möchte jetzt diese hier nehmen. Das darf ich machen, weil ich Spieler Nummer 2 bin. Und die lege ich jetzt an. Das Interessante dabei ist, dass ich die nicht einfach hier anlegen kann und dann ist meine Landschaft irgendwie größer geworden, sondern, der Würfel kommt weg übrigens, jede Karte, die ich anbaue oder anlege, die muss mit mindestens einem der auf der Karte abgebildeten 6 Quadrate sich mit einer schon liegenden Karte überlappen. Also ich kann die hier so drauflegen, dann haben wir hier ein Quadrat überlappt. Ich darf die auch hier rüberschieben. Was ich tatsächlich mache, ist, ich lege die da so hin. So. Und so entsteht meine Insel. Die besteht aus verschiedenen Landschaftstypen, die sind dann später für die Punkte relevant. Es gibt einerseits, gibt es hier so Wüstenfelder, das ist quasi Ödnis, da ist aber nichts los und die bringt mir nichts. Dann haben wir den Wald, das ist am Spielende, ne? Jeder Spieler hat hier so eine Übersicht für die Punkte. Wald, jedes Waldfeld, das ich in meiner eigenen Auslage habe, ist am Spielende 2 Punkte wert. Dann gibt es die Städte, das sind diese Teile mit Gebäudedächern drauf. Die sind auch Punkte wert, allerdings nur für die größte Stadt, die ich in meiner Auslage liegen habe. Da ist für die größte Stadt jeweils jedes einzelne Stadtteil ein Punkt wert. So, und dann gibt es eine ganz spezielle Art von Landschaft.
Das sind diese hier, die haben so ein quadratisches Feld drauf. Sobald ich die in meine Auslage bekomme und es noch offen liegt, kommt da so ein Ressourcenwürfel drauf. Ne? Habt ihr schon mitbekommen, der Ressourcenwürfel, der ist notwendig, um den Kartenwert zu erhöhen, um die Spielreihenfolge zu beeinflussen. Und andererseits gibt es dann verarbeitende Betriebe. Ne? Das heißt, letztlich das, was die Ressourcenwürfel produziert, das sind irgendwie Betriebe, das ist eine Fischerei, das ist eine Holzschlägerei. Und am Spielende, wenn ich noch Ressourcenwürfel übrig habe und diese mit dem Stern gekennzeichneten verarbeitenden Betriebe habe, kann ich die Würfel, die ich noch auf meinem Tableau habe, dort rübersetzen. Und die sind dann so viel Punkte wert, wie daneben steht. Aber eben nur, wenn da ein Ressourcenwürfel drauf liegt. Genau, das ist grundsätzlich die Art und Weise, A, wie wir spielen, B, wie wir Punkte machen. Und was jetzt aber schön ist, ist, dass das Spiel sehr variabel ist. Nämlich befinden sich in der Schachtel 8 dieser Sonderkarten und von denen spielen immer 2 mit. Die werden zu Spielbeginn gemischt, 2 aufgedeckt und das sind Karten, die Sonderpunkte gewähren. Ah, guck mal hier, die Wasserflächen habe ich vergessen. Wasserflächen sind nach der generellen Punktezählung nichts wert, wenn sie aus einzelnen Feldern bestehen. Wenn sie aber aus mehreren Feldern bestehen, ist jedes ab dem zweiten Teil ist 3 Punkte wert. Und dazu kommen eben diese Sonderkarten, die eine Varianz ins Spiel bringen. Jetzt in diesem Fall, in unserer Partie hier, würden die Ödnisfelder plötzlich doch Punkte wert sein und jedes Wasserfeld ist zusätzlich zu der eigentlichen Wasserwertung 2 Punkte wert. Und da gibt es dann irgendwie Sachen, die auf die Ressourcenwürfel eingehen, auf Produktionsstätten, die nichts mehr haben, auf verarbeitende Betriebe, die mehr bringen und, und. Also da gibt es verschiedene Varianten und 2 von den 8 Varianten spielen immer mit, so dass wir da einfach Variabilität im Spiel haben. Genau, deswegen, wie gesagt, ich finde das ein bisschen Quatsch, dass hier hinten auf der Schachtel steht, was steht da? In diesem taktischen Stichspiel, ja, also dieses Stichspiel steht im Vordergrund und tatsächlich ist das aber eigentlich gar nicht so das Ding, das was man hauptsächlich macht, wo man sein Gehirn für benutzt, ist, dass man seine eigene Auslage baut, das sind nachher 13 Karten, also man hat spielt 12 Karten und jeder Spieler hat so eine Startkarte, die auch unterschiedlich sind, allerdings sind die ausgeglichen, das ist einfach nur die, wie die einzelnen Teile verteilt sind, das ist unterschiedlich auf den Karten, dann gibt es eine A- und eine B-Seite, um da noch mehr Variabilität reinzubringen. Und dieses Stichspiel sorgt dafür, dass wir eben die Spielreihenfolge ändern können, in der Karten gegriffen werden, aber auch in der nächsten Runde die Karten ausgespielt werden. Genau, dadurch hat man eine sehr, sehr hohe, zwar nicht direkte, aber sehr hohe indirekte Interaktion. Und das ist, glaube ich, das, was uns hauptsächlich gefallen hat, dass man tatsächlich nicht vor sich hin spielt, wie das oft so ist bei Bau- und Ressourcenmanagement-Spielen, sondern man wirklich gucken muss, was treiben die anderen, lohnt sich das jetzt irgendwie, da so ein Ressourcending drauf zu knallen, um die 91 zu haben und die anderen haben eine kleinere Karten. Dadurch werde ich Startspieler, kann ihm hier die Karte wegnehmen, die er dringend braucht. Ja. Das ist das, was so viel Spaß macht an dem Ding, dass man einfach wirklich sehr hart gegeneinander spielt, obwohl eigentlich jeder vor sich hin puzzelt. Genau, das ist Honshu aus dem Hause Pegasus Spiele. Uns hat das richtig gut gefallen. Das hat das Potenzial zu einem Hit, wenn ihr uns fragt. Wenn ihr noch irgendwie andere Spiele uns vorschlagen wollt, die wir euch vorstellen sollen, dann schreibt uns das unten in die Kommentare rein. Lasst uns hier unten rechts so einen Klick da, um unseren Kanal zu abonnieren. Dann werdet ihr immer informiert, wenn ein neues Video kommt. Und ansonsten kann ich nur sagen, viel Spaß beim Weiterspielen. Tschüss!